Die Santa Blanca Sicherheitstruppen. Geführt von El Moro, El Sueños Kindheitsfreund und persönlicher Leibwächter. El Moro heißt die Mauer. Das bedeutet, niemand kommt darüber weg, darunter her oder außen herum. Kartell-Sicherheitstruppen werben massiv an und trainieren wie Tiere. Ausbilder aus Israel, Südafrika, Russland und leider auch aus den guten alten USA. Jeden ersten im Monat ein Polygraphentest. Besteht man, gibt's Sold. Sonst ist schlecht. Trotzdem hat El Moro ein eigenes Polygraphensystem. Diese Sicarios, also Killer, werden gründlich in Schießen, Fahren und Überwachung ausgebildet. Zwei Drittel fallen durch und werden Halcones. Wer es schafft, wird als Vollstrecker, Wächter oder Killer in ein Gebiet geschickt. Andere werden Fahrer, Überwachungsspezialisten, Spione oder Folterknechte. Gleich unter El Moro steht Santa Blancas Top-Sicario, La Plaga, die Plage. Wie, fragt man sich, steigt ein Partylöwe zum stellvertretenden Leiter von Santa Blancas Sicherheit auf? Antwort: Sperma. La Plaga ist El Moros kleiner Bruder. Aber machen Sie sich nichts vor, er ist das fieseste Schwein im Internet. Und ja, ich kenne das Darknet. Keine Angst, Sie sehen noch, was ich meine. Francisco Ricardo Munguia, El Muro, die Mauer. Die Mauer zwischen mir und meinen Feinden, zwischen mir und dem Tod. Wir wurden im Abstand weniger Stunden im gleichen Dorf geboren. Als Kinder waren wir arm wie die Ratten, die durch unsere Hütten kreuchten. Wir lebten im Schatten der Anwesen, wo die Drogenbosse wie Eroberer lebten. El Muro nahm einen anderen Weg. Er ging zur Armee. Special Forces. Er wurde befördert, half die lokalen Bosse zu schützen und wurde dafür mit Kokain und Geld bezahlt. Wir trafen uns wieder. Francisco, hermano, warum bist du noch in der Armee? Wir zwei zusammen können herrschen. Wir beschützen einander, so wie als Kinder. Wir teilen alles, wie Brüder. Weiter geht es mit einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands. Freut mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und natürlich auch ein Dankeschön an all die Schnurrbartfreunde, die das letzte Video bewertet haben. Wie man eben gerade in der Cutscene schon gesehen hat, werden wir uns heute dem Sicherheitsstand von El Sueño nähern. Und zwar müssen wir dazu General Barro aus dem Weg räumen und wir sind hier in einer sehr, sehr schwierigen Gegend. Fünf Schädel ist das Schwierigste, was man überhaupt finden kann. Mal sehen, was uns der General so alles entgegenwirft. General Barros Ex-Adjutant sitzt in einem Unidad-Gefängnis. Holen Sie ihn raus und befragen Sie ihn zu Barros aktuellem Aufenthaltsort. Alles klar, machen wir. Sieht, denn die Rebellen machen. Ach, El Sueño, er schwingt wieder seine Reden. Vergewaltigung, all das gehört beinahe der Vergangenheit an. Vor Santa Blanca mussten Diebe, Mörder und Vergewaltiger eurer korrupten Polizei nur eine kleine Gebühr zahlen. Dann wurden sie freigelassen. Doch wo Santa Blanca ist, gibt es keine Zuflucht. Okay, warte mal, wir sind schon hier? Ich unterbreche dich ja sehr, sehr ungern, El Sueño. Aber wir sind schon hier. Ach ja, eine neue Waffe, M4A1. Habe ich gefunden, im Wald, im Dreck. Das ist schon die Stadt, ja. Gut, dann schlagen wir uns mal so durch. Und gehen den meisten Soldaten besser mal aus dem Weg. Denn je weniger Ärger, umso einfacher wird's für uns. El Sueño dominiert das Radio. Ich dachte, das Radio hätten wir schon unter Kontrolle. Moment, hier drüben gibt's irgendwas, das wir den Rebellen zustecken können. Benzin. Treibstoff. Alles rein damit. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Und rein damit. Doppeltreibstoff. Todo bien? Wer hat da eben gerade gesprochen? Waren das die Rebellen? Nein, Nahrungspakete waren hier drin. Dachte schon, normalerweise Treibstoff sind doch immer nur diese Fässer. Gut, wir kommen schon in die verbotene Zone. Jetzt muss ich nur noch meinen Mann finden. Wahrscheinlich hier drüben in dem Gulag. Was ist das hier für ein Lager? Da müssen sie arbeiten.
Die Sklaven. Bolivias schlimmstes Gefängnis. Setze Drohne ein. Okay, hier wird schon mal nichts gestört. Ich habe mir mal wieder so ein bisschen eure Kommentare durchgelesen und jemand hat geschrieben, Kies, du alte Socke, warum lässt du deine Kollegen so viel machen? Spiel doch lieber mal selbst. Und dazu kann ich nur eins sagen. Meistens hat man ja oft so Konstellationen wie jetzt hier drüben. Drei Gegner, ja? Hier sehen wir drei Gegner. Und ohne diesen simultanen Schuss wäre das sehr, sehr mühselig, da durchzukommen, weil ich müsste dann die drei irgendwie trennen mit einer Ablenkung, was in dem Spiel nicht so leicht ist. Und es würde halt ewig dauern. Es würde wirklich ewig dauern, hier die Gegner aus dem Weg zu räumen. Und ich persönlich, ich finde es cool. Ich finde diesen Simultanschuss wahnsinnig cool. Es macht richtig Laune damit, die Gegner aus dem Weg zu räumen. So, apropos, einmal hier. Erstmal hier die Türme aus dem Weg räumen. Geh auf neue Position. So, ist schon mal gut. Scheinwerfer haben wir hier. Alle drei markiert. Ab geht's. Tango getötet. Wirklich verdammt cool. So, hier ist einer. Da hinten ist einer. Meine Batterie geht leer. Oben auf dem Turm. Irgendwo hier ist auch noch einer. Nice. Alles klar, meine Batterie geht leer. Gut, die Front wäre schon mal gesäubert. Was machst du hier oben auf dem Dach? Andererseits eigentlich ganz klug, dahin zu gehen. Wer sieht mich denn schon wieder? Irgendjemand sieht mich immer. Irgendjemand sieht mich immer. Der General ist auch eine harte Nummer. Ich bin froh, wenn wir den haben. Nahrungspaket hier drüben und Treibstoff. Gut, schauen wir mal rein. Kann ich irgendwas Interessantes für meine Drohne noch machen? Tempo vielleicht. Tempo ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt. Das nehmen wir uns mal mit. Dann der Markierungsbereich. Tarnung, Cooldown. Ah, was ist das hier? Krachmacher. Ja, damit könnte man dann wahrscheinlich die Gegner anlocken, weglocken. Hier. Zuladung für die Drohne, die Geräusche absondert. Ja, das ist es. Stufe 15. Ich bin in der Stufe 13. Die Reichweite. Die Reichweite ist eigentlich auch super wichtig. Alles klar, hier nochmal mitgenommen. Bisschen die Drohne gepimpt. Wir müssen näher ran. Das Ding ist echt mies. Aber ohne den Simultanschuss wäre es noch schlimmer. Ups, falsche Taste, so rum. Okay, ich habe ein bisschen mehr Reichweite. Also, hier ist einer. Den kann ich wegholen. Den mache ich. Ich mache mir auch mal wieder die Hände ein bisschen schmutzig. Hier sind zwei. Da sind noch mehr. Ach du Scheiße, wie viele sind das? Also die Nummer hier ist wirklich mal anspruchsvoller. Irgendwo da oben wird auch einer sein. So, so den markiere ich euch. Den könnt ihr machen. Und dann mache ich euch den hier. Alter, da unten sind auch welche. Alter, das ist so mies. Komm mal da durch. Komm mal da durch. So, wir wechseln mal auf die Sniper. Dass ich den Schützen hier weghole. Abschuss. Alles cool, ja? Kein Alarm, gar nichts. Sehr gut. Okay, da drin sind ungefähr an die 40 Gegner. Und Gegner hier in dem Spiel nehme ich ernst. Weil wenn die mal durchdrehen, dann drehen die richtig durch. So, wie komme ich hier am besten rein? Hier vorne ist ein Dude. Und es ist auch so verdammt hell. Ich glaube, wir müssen nochmal mit der Drohne ein bisschen fliegen. Nochmal ein bisschen ausdünnen. Alles klar, wie komme ich hier am besten rein? Tja, das Tor hier drüben, das wird sich wahrscheinlich nicht öffnen. Schauen wir mal nach einem Weg. Gott, das Ding ist wirklich eine verdammte Festung. Gibt es eine Hintertür? In die man sich reinmogeln kann. Hier drüben ist noch einer. Wie können die eigentlich immer hier jeden Gegner perfekt treffen? Das ist echt ein Mysterium. Neben dem Gefängnis. In Position. Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Bereit. Ich glaube, hier ist einer drin. Ich glaube, hier ist einer drin. Entweder hier drin oder er müsste irgendwo hier dazwischen stehen. Was aber sehr unwahrscheinlich wäre. Alter, wie komme ich denn in diese Festung rein?
Ja, hier nur, wenn Fahrzeug der gegnerischen Fraktion... Er ist tot. ...durchfahren will. Ich habe keine Ahnung, wie man in dieses Mistding reinkommt. Die haben irgendwas gesehen. Vielleicht kommt irgendjemand raus. Das wäre praktisch. Das wäre wirklich super praktisch. Haben die da drin eine Alarmanlage? Ich meine, das ist so ein riesen Monster. Die müssen doch da drin eine Alarmanlage haben. Alter, das ist ein heftiger Bunker. Aber bis jetzt habe ich den Alarm noch nicht gesehen. What? Leg dich hin. Wer hat mich da gerade gesehen? Da kommt jemand raus, da kommt jemand raus. Irgendwo da hinten sieht mich einer. Oh nein, jetzt holen die auch noch einen Heli. Ach du Scheiße, das wird mies, Freunde. Das wird mies. Oh Gott. Oh Gott. Aber hey, der Weg ist offen. Bereit für eine Schießerei? Holy! Hier ist alles gepanzert. Scheiße, Mann, hier ist wirklich alles gepanzert. Reiß dich zusammen, Junge. Holt mir was weg, Jungs. Holt mir was weg. Au! Okay, Ziel markiert. Wo denn? Oh shit, ein Sniper da hinten noch. Habt ihr geschossen? Gut. Keine gute Position, wo ich hier bin. Aber ich muss den Sniper wegholen. Ich würde sagen, jetzt haben wir einen Weg nach drin. Das wird eine Rambo-Nummer. So, es war ein guter Schuss. Die haben Mörser oder sowas da drin. Ja. Die haben Mörser, die Jungs. Scharfschütze. Noch einer? What? Sprengt uns mal die Mauer auf. Das wäre auf jeden Fall ein feiner Zug. Oh, shit. Ich bin down. Meine Jungs leben noch. Aber der Mörser, der reißt uns auseinander. Alter, die Festung ist heftig. Die Festung ist richtig heftig. Ich glaube, wir siedeln uns hier mal ein bisschen taktisch um. Leg dich hin. Da hinten ist noch ein Sniper. Einmal. Den da. Ziele markiert. Den. Auf dein Zeichen. Den Sniper da hinten will ich. Ziel markiert. Okay. Okay, die Lage entspannt sich. Hab das Ziel. Einer kann nicht getroffen werden. Wieso auch immer. Ziehen wir ab, ziehen wir hier hin. Vielleicht kann der weggeholt werden. Also wir haben auf jeden Fall gut was weggeholt. Komm schon, komm schon. Was ist mit der 2 los? 2 ist kaputt. Ein Tango weniger. Das sind so viele und alle sind gepanzert. Alle sind scheiße, noch eins gepanzert. Und ich habe hier keine Deckung. Zusammenreißen, zusammenreißen, zusammenreißen. Spaß dir, Bruder. Spaß dir. Boah, wie die Munition fressen. Die brauchen gar keine Alarmanlage. Die haben einfach die bessere Ausrüstung. Härter als irgendwelche Santa Blanca-Einheiten. So, der Mörser geht wieder los. Da unten ist noch einer, der muss weg. Wahnsinn! Die Jungs sind mega mies gepanzert. Alles klar, die holen Verstärkung. Wir müssen in die Anlage rein, sonst kommen wir nie durch. Tango's markiert. In Bereitschaft. Okay, 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 okay. Achtung, Mörserbeschuss. Und jetzt nach vorne. Jetzt nach vorne. Da vorne ist alles. Das ist Chaos pur. Das ist einfach Chaos pur. Aber meine Optionen sind bescheiden. So, ich brauche unbedingt hier ein bisschen Deckung. Wenn ich schon dabei bin, hab ein Päckchen rein. Hab ein Päckchen rein. Tja, man kann nicht immer nur schleichen. Ab und zu muss man auch richtig hart töten. Irgendjemand ist am Boden, einer meiner Jungs. Die
Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. So, wir gehen hier hin. Ich bin auf dem Weg. Alles klar, die haben beide. Mann am Boden, Mann am Boden. Keine Sorge, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Alles gut, wir kriegen das hin. Gottverdammt. Das ist eine harte Nummer, aber wir kriegen das hin. Scheiße! Ach du Scheiße. Ja, das reißt hier, glaube ich, nicht mehr ab. Shit, Mann am Boden. Ich nehme hier gleich die Karre und ramm durch. Mann am Boden, Mann am Boden. Boah, alle meine Jungs sind down. Alles klar, Johnson, durchhalten. Verdammt, noch eins. Einfach durchhalten, Johnson. Wir haben das bald geschafft. Das ist ein Massaker. Es ist ein Massaker. Ich geb's zu. Wir hatten unsere Schwierigkeiten bei der Planungsphase. Aber die Tür ist offen. Wir holen den Rebellenleutnant schon raus. Ich hoffe, der Mann ist es wert für so ein Massaker hier. Wolltest du mich verbluten lassen? Ach Quatsch, ich lasse hier niemanden verbluten. Shit, hier drüben. Jetzt wird's eng. Peterson aus dem Weg. Ich bin unterwegs. Vielen Dank. Okay, wir können rein. Wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein, wir müssen rein. Ich muss den Mörser wegholen. Ist schon mal verdammt wichtig. Ah, der Scharfschütze interessiert mich nicht so. Ein Schütze. Mörser in Deckung, verdammt! So, die nächste Phase. Wie komme ich hier durch? Jemand muss für mich einmal bitte hier das Tor öffnen. Ziele markiert, warte auf den Befehl. Ihr könnt bestimmt da durchschießen. Ihr seid die Besten. Ich habe eine Idee. Voll bemannt. Guck mal hier. Sesam, öffne dich. Ja, wenn schon Rambo, dann richtig, oder? Zerleg die Bande. Zerleg die verdammte Bande. Ihr habt meine komplette Unterstützung für die absolute Vernichtung. Sehr gut, Weaver, sehr gut. Raus, raus, raus aus der Zone. Alles klar. Der Mörser muss weg. Der hängt irgendwo da oben, soweit ich weiß. Tja, wer hätte gedacht, dass wir das noch schaukeln? Niemand, richtig. Gut. Gut aufgeräumt. Respekt. Scheint, das Schlimmste scheint tot zu sein. Gehen wir mal da drüben rein. In die Waffenkammer. Ich brauche nämlich Munition und ich will den Orden, den ich absolut verdient habe. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe einen davon. Alright. Mitten im Chaos hier bewegen wir uns durch, elegant, wie ein Panther. Panthermann, Panthermann. Schau mal, was dieser Panthermann kann. Infos. Infos will ich auch noch. Rebellenoperation, als her damit. Ein Care-Paket wurde abgeworfen, und zwar an diesem Ort. Das sollten wir uns mal ansehen. Dokumente, vielleicht wichtig. Nehmen wir auch noch mit. Und irgendwas hier unten geht auch noch. Irgendwas hier unten kann man noch machen. Auf den Boden, Hubschrauber. Scheiß auf den Hubschrauber. Was ist mit dem Mörser? Von dem Mörser höre ich hier gar nichts mehr. Gut, gehen wir mal hier drüben hin. Okay, hier wird schon wieder geschossen. Das Gefängnis. Ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch meinen Mann finden. Bist du mein Mann? Bist du mein Mann? Wer zur Hölle seid ihr? Wir sind eine Chance, die Motherfucker aufzuhalten. Ich suche General Barrow. Mierda. Ich war mal im Stab von dem Pendejo.
Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist er ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? No sé. Kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter. Mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgend so einem Kaff in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Mit ihr kommt ihr General Baro ran. Gracias. Viel Glück. Ja, also. Mission erfolgreich. Ab und zu muss es eben chaotisch sein. Ein Ex-Unidad-Hauptmann sagte, General Baro hätte eine Tochter namens Erendira Buendia. Sie lebt in einem Dorf in Flor de Oro und steht im Staatsdienst. Ich habe die ISA darauf angesetzt. Schnappen Sie sich die Tochter. Mit ihr zwingen wir General Baro, sich mit uns zu treffen. Sie ist Zivilistin, Bowman. Wir haben ihr Handy. Ich sende Ihnen die Daten, damit Sie sie selbst tracken können. Schnappen Sie sie und dann Ihren Vater, den General. Hab verstanden. Bin schussbereit. Und Abflug. Umgelegt. Nächste Mission. Der einzige Weg, an General Baro heranzukommen, ist über seine Tochter Erendira. Wir können sie als Köder benutzen, um Baro rauszulocken, aber sie muss kooperieren. Überzeugen Sie sie irgendwie. Willst du mich verarschen? Du marschierst einfach hier durch? Du bist ein wichtiger politischer Gefangener. Operation Kingslayer kann viel politisches Chaos anrichten. What the fuck? Wir stecken dich interessiert niemanden, in oder? Scheiße. Wenn uns schon die Bürokraten bitten, die Gesetze flexibel auszulegen, kriege ich Angst. Machen Politiker den ganzen Tag. Weil alle Politiker immer ein Bauernopfer parat haben. Du meinst uns, oder? Du meinst, diesmal sind wir das? Toll. Das waren wir schon immer. Tango getroffen. Wir waren schon immer das Bauernopfer. Okay, ich brauche den Heli. Aber hier gibt es irgendwo noch Luftabwehr, soweit ich weiß. Ihr marschiert auch da draußen rum. Bin ich der Einzige, der gesucht wird? Moment, Drohne. So. Ich bin der Einzige, der gesucht wird, ha? Huh? Dann sichert mal den Heli, ihr Dödels. Okay, wir haben hier eine kleine Schnellreise gemacht. Denn wir wurden ja nicht gesucht und deswegen konnten wir uns verpissen auf die elegante Art und Weise. Und es ist dunkel. Im Schutze der Nacht holen wir uns jetzt hier die Tochter des Generals. Auf Moment, geht's, Männer. Alles gut, fahr los. Rauschen wir durch. Ein Gegner in der Nähe. Okay, hier sollte funktionieren. Bitte diesmal James Bond-mäßig, ja? Ich meine, heute hatten wir genügend Chaos und Tote. Jetzt will ich's elegant, ruhig und stilvoll. Habt ihr mich verstanden, Jungs? Baut ja keine Scheiße. Aufpassen, Gegner im Bereich. Wo? Okay, wir legen uns mal hin. Und Drohne raus. Drohne fliegt. Also ich kann nur hier drüben was sehen. Und ob die relevant für mich sind? Ich weiß gar nicht, wo genau die sind. Wo stehen hier die bösen Kartellbuben? Keine Ahnung. Sind wahrscheinlich in dem Gebäude drin. Die Frage ist nur, wo finden wir die Tochter? Da ist sie. Denk daran, wir haben nur sie. Wir brauchen sie. Ach, da drüben. Wenn sie nicht helfen will. Wie gesagt, wir haben nur sie. Alles klar. Du bist also die Tochter des Generals. Du? What? Du siehst extrem arm aus. Oder? Buendia. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, sie werden. Der General ist ihr Vater. Wir wollen nur reden. Okay? Warum sollte ich das glauben? Weil sie keine Wahl haben. Sie glauben, das Kartell ist böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Papa, die Gringos haben mich. Americanos, mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihn nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Okay, Kleines, du kannst dein dämliches Leben weiterleben. Wo ist dieser Treffpunkt? Wo muss ich hin? Alles klar, hier drüben. Und die Schnellreise hat mal wieder hervorragend funktioniert. So, jetzt aber ganz vorsichtig. Das ist der Treffpunkt. Und ich denke, das wird eine Falle sein. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Klar sind da Gegner in der Nähe.
Klar wird das eine Falle sein. Lass mir ein bisschen die Gegend checken. So, Mr. General, wo stehen Sie denn? Wir müssen näher ran. Er scheint da vorne zu sein. Nur er. Vielleicht kann ich ihn mir direkt hier crappen. Da ist der Mann. Hey, hey, hey. Vorsicht, der General hat uns verarscht. Schnappt ihn. Hey. Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten Sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. So bittet man in Bolivien aber nicht um Hilfe. Es ist ja ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen das Santa Blanca-Kartell ausschalten. Es kann Ihnen nicht gefallen, wie die Ihr Land behandeln. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob Sie uns helfen oder nicht, Sie werden mitkommen. Wo sind meine Jungs? Oh, scheiße. Das ist kein gutes Auto. Ich hätte irgendwo da drüben hingemusst. Tja, jetzt erstmal eine kleine Umplanung. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier wegkommen. Wenden können wir später. Meine Tochter ist nicht wie ich. Sie ist nett, wo ich grob bin. Sie denkt mit dem Herzen. Das werde ich nie verstehen. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? What the fuck? Das war ein taktischer Umschwenker. Komm schon aus dem Weg! Ich muss überleben. Mann, die schießen auf mich und ich habe euren wichtigen, wertvollen General. Euren großen Obermacker. Zurück an die Arbeit. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Für mich und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinem Feind in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen bleibt sie in Bolivien und lernt an einer Armenschule. Das ist gefährlich. Sie sühnt für meine Taten. Sie sind kein Engel, Sir. Aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, die ganz eigene Gründe für ihre Entscheidungen hat. Warum sollte sie es sonst tun? Sie hätte ein schönes Leben führen können. In Frieden. Vielleicht liebt sie ihr Land zu sehr, um fortzugehen. Sie, vielleicht. Vielleicht ist sie zu sehr wie ich. Es ist nicht gut, zu patriotisch zu sein. Nein. Boah, wir haben es hinbekommen. Wir haben es hinbekommen. Gott sei Dank habe ich hier so ein gepanzertes Fahrzeug genommen, sonst wären wir am Arsch gewesen. Wir erreichen den Treffpunkt. Haltet die Augen auf. Ich habe den General. Die Straße ist beschissen. Aber wir sind alle lebend angekommen. Alright. Mal sehen, was er zu sagen hat. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kam nicht an den Präsidenten ran? Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte zu viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Einer weniger. Was zur Hölle? Woher kommen die jetzt? Ein Video. Die Rettung.
La Plagas Antwort auf die Angriffe bewies sein mangelndes Verständnis, dass die Hauptaufgabe eines Drogenkartells darin besteht, Geld zu verdienen. Was treibt dein Vater so? Er ist ein Halcón. Ein Informant? Sie. Er hat seinen Job nicht gemacht, oder? Ich weiß nicht. Das Töten Unschuldiger hilft einem nicht. Ganz im Gegenteil. Es vergrault die Leute, die man am nötigsten braucht, und treibt sie dem Feind in die Arme. Wer ist wirklich dein Bruder? Du Karnal? Der Mann, mit dem du gekämpft und geblutet hast und reich geworden bist? Oder ein Typ, dessen Mutter dein Vater gefickt hat? La Plaga hat übertrieben. Du weißt, was du tun musst. Ich hielt es nur für fair, La Plaga seinem großen Bruder zu überlassen. El Mudo würde schnell und gnädig sein, anders als La Plaga in den Videos. Ich bin nicht meines Bruders Hüter. Das ist das Wort Gottes. Na lauf. El Mudo entschied sich gegen das Wort Gottes. Ja, und so wird es weitergehen. Wir werden uns den nächsten krallen in der nächsten Folge. Sueño hat El Mudo beauftragt, La Plaga auszuschalten. Aber statt seinen kleinen Bruder zu töten, versucht El Mudo jetzt, ihn aus dem Land zu schmuggeln. Also wendet sich Sueños rechte Hand gegen ihn. Noch besser. Wir wissen, wo La Plaga ist. Bring es zu Ende. Ich bin die Hinrichtungsvideos leid. Wird uns ein Vergnügen sein. Ich hab immer wieder Ärger. Ich hab immer wieder Ärger. La Plaga in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt von Ghost Recon Wildlands, bewerten. Bewerten hilft auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss.